Hallo und willkommen zu einem neuen Keys Short Clip. Mein Name ist Holger Steinbrink, ich bin Fachautor und Dozent für Musiktechnik. Und was schauen wir uns denn heute an? In der dritten Folge unseres kleinen FM Basics Specials habe ich mir einen Bass-Sound, einen typischen FM-Bass-Sound ausgesucht. Und das mache ich natürlich auch wieder hier mit dem Yamaha Montage. Ich habe im ersten Kapitel schon gezeigt, wie das grundsätzlich eingestellt wird. Wer das verpasst hat, ist gerne recht herzlich eingeladen, das sich nochmal anzuschauen. Ansonsten habe ich jetzt hier wieder meinen ganz normalen Init-Sound, meinen Sinuston, und den möchte ich jetzt editieren. Dazu gehe ich wieder auf die Performance Control, wähle diesen ersten Part an und gehe in den Edit-Modus rein. Und für den FM-Bass möchte ich gerne einen etwas aufwendigeren Oszillator-Operator-Stack bauen. Dazu wähle ich mir als erstes mal wieder einen Algorithmus aus. Das mache ich hier im Bereich Common. Und hier den Algorithmus, da gehen wir mal einfach durch. Da habe ich gedacht, nehmen wir mal den 11er, weil ich habe hier nämlich drei Stacks übereinander. 8, 7, 6. Also 8 ist der Träger, das ist unser Grundton, unsere Grundlage. Und 7 und 8 baut darauf auf, die modulieren das. Das heißt, der 7 moduliert den 8 und der 6 moduliert den 7. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir nicht, deshalb schalte ich die auch erstmal wieder aus. Wir haben also nur 6, 7, 8. Und auch hier gehe ich im Prinzip mit den Lautstärken erstmal komplett auf 0, sodass wir gar nichts hören. Und da ja der 8 unser Grund ist, regle ich den hier erstmal hoch. Und hier sollten wir wieder unseren ganz normalen Sinuston hören. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, ein Bass klingt relativ kurz und knackig. Und deshalb sollten wir uns als erstes mal mit den Hüllkurven beschäftigen. Und zwar, warum habe ich überhaupt drei von diesen Operatoren genommen? Ganz einfach. Erstens mal 7 und 8 machen diese typischen FM-Sound, diesen etwas harschen Sound. Und der 6er ist dafür da, um nochmal ein bisschen Attack dazu zu geben, um das Ganze nochmal etwas mehr knacken und klicken zu lassen am Anfang, was eben typisch für diese FM-Bässe ist, die ja ein bisschen anderen Ton- und Klangcharakter haben als die subtraktiven Bässe, die man so aus Moog-Synthesizern zum Beispiel kennt. Ja, gucken wir mal, was ich denn machen kann. Zunächst mal fangen wir mal an. Gehen wir mal auf den Operator Nummer 8, das ist unser Grundton hier, und hier in den Level-Bereich. Hier ist die Hüllkurve eigentlich schon ganz okay eingestellt. Ich möchte hier ein paar Anpassungen machen. Das heißt, ich möchte jetzt hier vielleicht die Release einen Ticken erhöhen, weil ich mag das, wenn auch ein Basssound so ein bisschen ausklingt. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt typisch, aber das ist so mein Geschmack. Und dann gehen wir mal hier hin in den Decay 2. Und wir sehen natürlich auch immer in der Grafik, was mit der Hüllkurve hier dementsprechend passiert. So. Dann haben wir hier den Decay 1, das können wir lassen, und Decay 2, das können wir hier ruhig ein bisschen runter machen, fällt mir mal ein. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen kürzeren Sound, den ich dann mit Decay 2 noch anpassen kann. Das sind reine Lautstärkeverläufe, die jetzt noch mit FM nichts zu tun haben. Jetzt wird es aber interessant, jetzt mische ich mal Oszillator Nummer 2 dazu. Ich mache es wirklich mal ganz extrem und schon hören wir. Das hat schon so ein bisschen bassartigen Charakter, vor allen Dingen, wenn ich das in den unteren Lagen spiele. Und jetzt müssen wir natürlich in diesen 7er auch reingehen und müssen da unsere Editierungen machen. Und auch hier verändere ich jetzt im Prinzip nicht das Pitch-Verhältnis, sondern hier gehe ich wirklich nur in die Level-Hüllkurve rein. Und auch hier werde ich, ja, ich sag mal, fast ähnliche Einstellungen machen wie bei dem ersten Oszillator. Also auch hier gehen wir mal hier mit der Release ein bisschen hoch. Oder beziehungsweise, ja doch, auch ein bisschen. Ich glaube, 50 hatte ich bei dem anderen. Und dann haben wir hier im Prinzip den Decay 2. Den regle ich ein bisschen runter. Man sieht, wie gesagt, oben immer in der Hüllkurve, was passiert. Ja, machen wir den auch ein bisschen runter hier. So, schauen wir mal. Was jetzt sehr interessant ist, was man schon hört. Man hört dieses Klicken. Das heißt, diese zweiter Operator, der ist nur ganz kurz zu hören, dann wieder ausgeblendet. Der macht also ganz kurzes FM, dann hört man wieder nur den ersten Operator, in dem Fall unseren Achter. Aber ich muss hier die Hüllkurve noch ein bisschen anpassen. Ich bin noch nicht so richtig zufrieden damit. Ein bisschen mehr kann es schon noch sein. Gehen wir mal hier auf 75. So, haben wir hier einen Klick. Attack können wir auch ruhig hier auf 0 regeln. Und ja, schauen wir mal, vielleicht die K2 noch ein bisschen anpassen. Mal raus. Ja, ein bisschen, es muss ein bisschen noch angepasst werden. Ich würde sagen, gehen wir doch noch ein bisschen hier hoch.
bisschen diesen Klick hier rein. So, jetzt nähere ich mich schon dem, was ich eigentlich haben wollte. Probieren wir mal hier den Decay ein bisschen weniger. Der kann also relativ schnell wieder raus. So, und jetzt mal hier. Da kommt diese Komponente rein. Und wir haben ja noch eine dritte Komponente, die ich jetzt auch hochregle. Nämlich den Operator Nummer 6. Der modelliert wiederum Oszillator oder Operator Nummer 7. Also hier muss man schon ein bisschen aufpassen. Und hier möchte ich jetzt ein anderes Frequenzverhältnis haben. Also zunächst 6er anwählen, auf Frequenz gehen, Course und dort probieren wir mal. 5 gefällt mir ganz gut. Auch hier möchte ich natürlich diese Levelkurve anpassen. Und auch hier werden wir, ja, ich sag mal, ein bisschen aufdrehen, den 5er hier, den Decay 2 auf ungefähr diesen Wert hier. Decay 1 können wir hier unten ein bisschen runterregeln. So, und den hier ganz runter. Und auch Attack ganz runter. Jetzt habe ich so eine Hüllkurve gebaut, die im Prinzip... Das, was mir noch nicht gefällt, diese Intensität des gesamten Sounds. Ich möchte den gerne dynamisch spielen und jetzt kommt was Schönes ins Spiel. Ich habe nämlich für diesen Operator 6 hier nicht nur einen Lautstärkeregler, also ein Level hier, sondern auch ein Level, der abhängig ist von der Anschlagsdynamik, also der Velocity. Drehe ich mal ganz auf, geht in dem Fall bis 7, das heißt, je nachdem, wie stark ich eine Taste anschlage. Und schon klingt mein FM-Bass, wie er klingen soll. Kleines Schmankerl noch, ich gehe nochmal zurück auf den 8er. Und eine Besonderheit hier des Montages ist es ja, wenn ich im Frequenzbereich bin, ich arbeite die ganze Zeit nur mit Sinus-Oszillatoren. Ich kann natürlich die auch ändern und kann sagen, ich möchte mal hier zum Beispiel so eine andere Wellenform haben, diese Ortwellenform. Die addiert mir noch ein bisschen mehr Schmutz dazu. Und jetzt gehen wir mal auf Skirt. Ne? Und das ist im Prinzip noch das, was zusätzlich dazukommt. Auch hier eigentlich relativ simpel mit diesen drei Operatoren einen schönen FM-Bass zu machen. Und wie man sieht und vor allen Dingen gehört hat, kleine Änderungen gerade an den Hüllkurvenverläufen oder beispielsweise an den Levels hier haben einen wirklich großen Einfluss auf den Sound, sodass man im Prinzip eigentlich nicht sagen kann, es gibt den einen FM-Bass, sondern es gibt wirklich Tausende, fast Hunderttausende verschiedener kleiner Variationen. Und da kann ich nur jedem raten, einfach das selber mal auszuprobieren. Viel Spaß dabei und wir sehen und hören uns im nächsten Shortclip zum Thema FM Basics mit dem Yamaha Montage.